Es gab eine große Shitshow mit Joey, Joe und Stefan. Ich hab richtig den Schock bekommen. Ich dachte kurz, ich träume. Frage an die Community. Wenn man diese Menge Holz hier in dieser Feuerstelle lagert, ist es erwartbar, dass hier irgendwann anfängt zu brennen? Schreibt's mir unten in die Kommentare, sonst bin ich nämlich ziemlich pissig heute Abend. Ist so ein bisschen ins Trash-TV abgedriftet. Aber was wir nicht vergessen dürfen, es ist eine Survival-Show und keine Reality-Show. Diese Staffel, muss ich sagen, haben sie keine Show am Anfang gemacht. Was heißt das? Sie haben nicht vorgestellt, welche Kandidaten sind dabei und. Fand ich persönlich ein bisschen scheiße, weil das Spannung aufgebaut hat. Ja, letztes Mal sind die ja gestalkt worden und so, aber am Ende des Tages haben wir jetzt den Flugzeugabsturz. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, ey, warum passiert hier gar nichts, kein Stress, gar nichts, kein Drama. Aber dieses Jahr haben sie auf geheimnisvoll getan. Ich bin sehr gespannt, was er mit reingenommen hat. Ist die Shitshow von Stefan, Joe und Joey am Start. Ich liebe Seven vs. Wild. Ich habe alle Staffeln geguckt, alle auch immer sehr akkurat und aktuell mitverfolgt. Wichtig, der Kaffee ist am Start in der Weihnachtstasse. Weihnachtszeit ist da, ihr wisst, ich liebe Weihnachten. Boah, der ist noch heiß. Simsalabim, meine Freunde. Da bin ich wieder, ne? Habt ihr mich schon ein bisschen vermisst? Aber lauter hier den Laden, Alter. Seven vs. Wild. Staffel 4 ist an dieser Stelle damit ganz offiziell. Hupsi, hier drüben. Ja. Ich bin so stolz auf dich. Es ist unangenehm, Mutti. Und denk an deinen geraden Rücken. Immer wichtig, ich weiß ganz genau, du vorm PC sitzt wie ein Schrimp. Ich meine, guck, wie ich hier sitze. Ich sitze auch wie der letzte Affe hier. Für die Folge, Beine auf dem Boden, nicht im Schneidersitz, auf dem Sitz und gerader Rücken. Junge, ich habe jetzt schon Rückenschmerzen wegen dem geraden Rücken. Egal, wir machen weiter. Diese Staffel wird mit Abstand die härteste. Auch geil, Digga. Einfach jede Staffel das Gleiche. Lasst auch bei mir ein Abo da. Wenn ihr irgendwelchen coolen Stuff habt, auf den ich reagieren kann, schreibt's gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt schon am Schwitzen, Alter. Ich werd's abnehmen. Geil. Deal. Ey, also, Selfie Sandra, ich liebe sie, Digga. Das ist einfach, sie beschwert sich die ganze Zeit. Aber sie zieht durch. Meinung zu Hugo. Ja, Hugo ist anstrengend manchmal, finde ich. Das fühlt sich an, wie als ich damals in meiner Ausbildung, letztes Lehrjahr, ich stand da, ich habe bei Rewe gearbeitet, mit so einer E-Meise und dachte mir so, Bruder, wenn du dir jetzt über den Fuß fährst, ist dein Fuß gebrochen, du hast 6 Wochen Ruhe. Und das Gefühl habe ich bei Hugo, dass er ungefähr jede Möglichkeit mitnimmt, sich selbst irgendwie zu verletzen und sagen zu können, hey, ich bin raus. Dass du dich gut vorbereitet. Ja, ja, klar. Guck mal hier. Das T-Shirt brauche ich unbedingt, weil das sieht krass aus. Das Manuel Neuer. Ja, er mit seinem Manuel Neuer Trikot. Selfie Sandra mit ihrer H&M-Hose, geil. Trikot brauche ich eigentlich auch. Das habe ich einfach nur, weil es fresh aussieht. Ich habe auch noch ein Naido-Trikot. Junge, das ist auch wieder Hugo-Logik. Bist du aufgeregt? Solange wir nicht abschützen, ist mir alles egal. Frechdachst du abonnieren. Der macht richtig geilen Content. Der hat früher schon unfassbar coolen Content gemacht. Lasst mal ein Like da, lasst mich Geld damit verdienen, damit ich nicht mit meinem 12 Jahre alten Headset hier sitzen muss. Ich küsse euer Herz. Die reden immer ein bisschen mal um Survival, Überleben, was auch immer. Und was kommt einem da in den Kopf? Richtig, ein Flugzeug abstürzt. Ich will Hugo gegen Sandra im Leben und Tod kämpfen sehen. Papa Pi. Geht in die Kommentare, ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen rein. Du weißt, dass man... Halt dein Maul! Hört mal Like, Abos und Co., damit ich mir A, ein vernünftiges Headset, B, ein vernünftiges Mikro und C, YouTube Premium leisten kann. Seven vs. Wild. Crash. Crash. Dieser Stimme, oh, dieser Sprecher ist auch so eine fucking Legende. Es kann nur besser werden. Digga, das ist Körperverletzung hier. Genau das. Julia auch. Richtig so eine Zuckerperson. Übelst harmonisch. Crazy Mindset. Also sie hat wirklich ein unfassbar gestört gutes Mindset. Am meisten, muss ich sagen, gefällt mir Flying Uwe. Sein Mindset ist brutal. Die haben sich ja in der letzten Folge darüber beschwert, dass er Dauergrinsen drauf hat. Ja? Er sieht das als geile Möglichkeit. Zieht durch, macht mit. Also wirklich größten Respekt an der Stelle. Die Besonderheit ist jetzt, die Teilnehmer, 7 an der Zahl, starten als Gruppe. Eine kurze Frage, wo ist Stefan? Stefan und seine Ausflüge, Digga. Selfie-Aufnahme. I don't think so. Okay, also es ist sehr aktuell. Finde ich sehr schwierig. Man sieht halt von einem Tag 1,5 Stunden oder so. Ende des Tages haben sie offensichtlich nicht viel miteinander geredet. Und ich glaube, hätte er einfach Bescheid gesagt, hey, pass auf, ihr seid 6 Leute, ihr kriegt das hier hin. Ich scoute, ich gucke. Das, was man auf TikTok sieht, wirkt sehr unsympathisch. Das Problem ist, Leute, guckt bitte nicht nur auf so kleine TikTok-Ausschnitte. Sowas kann immer sehr aus dem Kontext gezogen werden. Ich habe viele TikToks gesehen, die ihn in einem sehr schlechten Licht darstellen. Von mir kann man safe auch Sachen out of context schneiden. Und dann denkt man sich, boah, was bist du für ein unfassbar bescheuerter, dummer Mensch. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn er seine YouTube-Karriere beendet. Ja, und jetzt halt irgendwie jeden Streuer mitnimmt. Ist das die Realität? Weiß ich nicht. Ich saß da auch mit Myrna auf der Couch und dachte mir so, arbeite doch mit, Digga. Mach doch kurz diesen Platz fertig, dann kannst du weitermachen. Oh, wir haben Zahnbürste! Digga, das ist einfach Schnee. Wo schickt ihr uns hin? Hä? Was? Ja, Bruder. Da dachte ich auch, Hugo, was nicht richtig mit dir. Kack da in den See, wo draus alle trinken, Alter. Was machst du hier? Oh, ich hab Durchfall. Falls mein Schwanz sieht, bitte nicht auslachen. Der ist sehr klein, sehr kalt. Warte mal. Wir trinken alle aus dem Fluss. Ich trinke jetzt ein bisschen was hier raus.
Hä? Oh mein Gott, das schmeckt richtig lecker. Ey, das muss auch so dumm sein, ne? Wenn man da so steht. Joe Vogel erklärt übel viel, ne? Ist wie so ein Lehrer. Aber Digga, man versteht ihn voll schlecht, finde ich. Also er redet nicht in die GoPro rein, er redet immer so... Das muss anstrengend sein und ich weiß nicht, wie ich das machen würde, aber am Ende des Tages, ich finde ihn immer sehr schwer zu verstehen, ey. Um den Nullpunkt kalt, ich habe schon Spuren gesehen, Losung von Hirsch. Manchmal redet er so um sich her, da weiß ich gar nicht, redet er jetzt mit der GoPro oder meint er mich? Und Mücken oder verwirrtem Schaf, das gibt's alles hier, werden wir aber nicht jagen können. Eine leichte Katastrophe. Der nervt mich irgendwie. Und jetzt müssen wir einfach mal versuchen. Keiner hat Bock auf Joe. Hatte kurz überlegt, ihn irgendwie am Baum zu binden, aber das darf man nicht. Also das ist... Joey Kelly ist einfach eine Legende, Digga. Das ist so eine Maschine, der Typ. Das ist ein Hartlaubwald, das sind ganz, ganz kleine Blätter. Ich habe mir oben die Stellen angeschaut. Das sieht jetzt nicht so über mir sich besser aus. Die ersten 3-4 Tagen gar nicht reden. Gar nicht reden. Gar nicht reden. Oh mein Gott, Frauenkoffer vom Julia. Meine lieben Leute, Freunde und Gefährten, es folgt ein XXL Try-on-Haul, Teil Nummer 1. Ich finde es eigentlich ziemlich süß für den Sommer. Mal ganz ehrlich, was ist das denn jetzt? Ah, Kicher gespielt. Das macht dann so den Eindruck, als wäre das ganze Projekt nicht so richtig ernst genommen worden. Dann kommen wir zu... Aber geil, jetzt finde ich Fritz Einblendung immer, wie er da auf Elite-Soldat macht und die GoPro-Aufnahmen holt und diese Sprachnachricht abgibt. Da denke ich ja auch, was, Bruder, übertreib doch nicht, ja? Die wissen doch, dass du da hinkommst. Das hier ist das nächste Kleid. Was ist beispielsweise, wenn ich nicht reinpasse? Ja, Pech gehabt. Ja, ich dachte, da wäre was viel krasseres drin. Aber, wie sagt man so schön, besser als nicht. Das ist das Mindset, Bruder. Hä, was passiert denn jetzt hier gerade? Oh, habe ich mich mit dem Bildschirm verbunden? Was machst du denn? Ach, ich spiele eigentlich nur Honkai Star Rail. Aber ist cool, Product Placement. Wer uns so gut unterhält, darf natürlich auch Geld verdienen. Und die kleine Bitte, die ich an euch habe. Einfach immer dran denken, wir haben hier Arbeit. Wir schleppen hier gerade Holz an und er macht gerade Bushcraft. Oha. Wow. Das riecht ja auch raus. Das Material, was ich hier benutze, ist kalt. Er ist aber auch Weltmeister im Feuerbohren. Das ist blöd. Aber gebrannt hat es gerade nicht, also... Hä? Das sah aber nicht geglüht aus, aber egal. Ich habe das Gefühl, da nickt sich nicht für Content. Was entwickelt sich aus dieser Situation? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin Team Stefan. Ich sag's wie es ist, für mich hat er die bessere Aura. Ich will mich aber auch nicht zu weit... Die bessere Aura ist natürlich wichtig, Bruder. Aus dem Fenster lehne, ich will hier niemanden angreifen, aber ich habe das Gefühl. Twitter macht euch schon mal ready, Reddit auch. Ey, ich benutze seit ein paar Monaten keinen Twitter mehr, weil toxische Scheiße. Und ich sehe nur, dass Menschen sterben, Digga, das schockt mich irgendwie nicht mehr. Also Twitter ist irgendwie völlig verbrannt für mich. Ganz wichtig, es geht natürlich hier nicht irgendwie um Shelter bauen. Frage für zwischendurch, sitzt ihr noch gerade? Es geht natürlich trotzdem um all die Elemente, die wir lieben. Trash-TV und vieles mehr. Soll ich Smalltalk machen oder was? Hallo. Hallo. Und wie geht's? Alles gut. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich deinen Humor gut finde und deinen Style. Voll cool, danke. Gerne. Hugo, was soll das? Was? Warum sitzt da Trimax, Bruder? Glaubt ihr, was wird passieren? Kommen sie zusammen? Trennt sich wer? Man kann mit dir gute Gespräche führen. Hä, bist du dumm? Ist das ein Kompliment? Du bist sehr sportlich und du bist lustig. Ich hab Crush. Der meint das nicht ernst. Der meint das nicht ernst. Ich glaube, das passt nicht so richtig. Was? Friendzone! Was? Das war's jetzt? Ich war mir so sicher, ich hätte das hinbekommen. Digga. Nee. Oh, hab ich dich jetzt verunsichert? Wir haben hier einen emotionalen Moment, Leute. Bisschen Trauer muss ich auch mal. Digga, ich wegen so einer Scheiße so down gehst. Was man aber Hugo hoch anrechnen muss, ist, dass er wirklich durchzieht. Ne? Ey, ich kann das verstehen mit meinem ADS, Digga. Bin ich euch ehrlich? Ich glaube, ich wäre mit mir selbst richtig überfordert. Ich brauche immer Dopamin. Und für mich wäre das, ich müsste den ganzen Tag was machen, aber das sind Sachen, auf die ich keinen Bock habe. Ich glaube, ich wäre da nicht glücklich, Digga, bin ich ehrlich. Du hässliches Opfer. Hoffentlich stirbst du, Alter. Scheiße! Nein, ihr lacht gerade. Ah, bisschen die Ernsthaftigkeit. Ich liege hier seit 5 bis 10 Minuten. Ich kann nicht wieder aufstehen. Ja. Hugo, du mein Sohn! Nee, nehm ich nicht ernst. Aber das brauche ich. Scheiße. Fuck. Ey, es würde sogar Sinn machen, das Lager. Okay. Hier herzuverlegen. Stefan und Joey. Da ist direkt der Wald, da ist der Holz. Wirklich frustrierend, dass mir einfach keiner zuhören will.
Ich habe jetzt die Schnauze voll und es reicht jetzt. Wir bleiben Freunde, ne? Wir sind erwachsen, wir sind die Älteren. Ja, wir sind die Älteren, wir bleiben erwachsen. Ja. Du siehst, hier geht viel ab, ne? Also sorry, was ist das denn jetzt? Ich bin sehr gespannt, wie sie das, also es wird ja noch brennen und so ein Kram, also da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das, wie er das, oder das Frechdachs du, das umsetzen will. Kelly, disqualifiziert, mach aus, was soll das? Das geht nicht! Also, ist jetzt eine kleine heikle Mission, weil Priorität 1. Das meine ich, Digga. Fritz Weidecke ist übel so. Der ist 35, Junge. Ey, Fritz kann nichts gegen dich, aber manchmal, wenn ich so TikTok sehe, Digga, der ist erst 5 Jahre älter als ich. Der ist nur 5 Jahre älter als ich. Aber ja, okay, ich habe auch meine Boomer-Momente, ich nehme alles zurück. Ich finde das so geil, wenn er seine Missions hat. Er ist einfach komplett so völlig Elite-Soldat-technisch eingekleidet. Aber warte, da redet ihr den Film draus. Einfach ungestört sind, davon nichts mitkriegen und ihr Ding machen können. Wir haben doch hier eine Aufgabe, dass wir vor allem die Schwächsten mitbekommen. Das bist du und das sind die Mädels. Und wir wollen hier. Das bist du und das sind die Mädels. 4 Tage Dauerbeschreibung. Komm auch mit Autorität nicht klar. Und bei Joe ist das halt so. Da musst du halt auf den hören. Aber der erklärt halt die ganze Zeit. Ne? Ich bin ein Mensch, ich brauche auch mal Ruhe. Ich glaube, ich würde potenziell auch einen Streit mit ihm haben. Weil ich irgendwann einfach sagen würde, ey, bitte halt dein Maul, Alter. Selbst wenn er nachts aufwacht, fängt er an zu labern. Bitte sagt ihr doch mal, in welchem Team seid ihr? Ich finde es so spannend. Ich freue mich auch schon so auf die nächste Folge. Oh fuck. Wir haben jetzt gerade direkt Blickkontakt. Nein. Ich schwör's dir. So ungefähr. Also. Zugriff.